wenn du regelmäßig eine solche oder ähnliche Datei erstellst, so wäre es natürlich praktisch, wenn die Gestaltung nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Natürlich könntest du jetzt von dieser ausgehen und einfach die Inhalte ändern. Da passieren aber recht viele Fehler. Ich zeige dir, wie du so eine Datei als Vorlage speichern kannst. Ich wähle alles aus mit Befehl A und lösche es. Du siehst, diese Formatvorlagen, die bleiben aber erhalten. Und jetzt speichere ich sie als Vorlage, Datei als Vorlage sichern. Und automatisch wird mir da dieser Ordner ausgewählt, in den diese Vorlagen reinkommen. Der ist sehr, sehr versteckt. Das musst du dir auch gar nicht merken, wo der abgelegt ist. Du kannst dir aber hier einen schlauen Namen geben, in meinem Fall Hausinfobroschüre. Du siehst, das Dateiformat ist nicht DOCX, sondern DOTX. Das ist das Vorlagenformat. Ich speichere es und diese leere Datei ist nun bereit. Wenn du eine solche Datei öffnen möchtest, so wählst du Neu aus Vorlage oder Umschaltbefehl P und du hast deine Vorlagen und diejenigen, die Word vorgibt. Hier in dieser Übersicht mit einem Doppeltipp ist diese Hausinfobroschüre-Vorlage offen und du siehst, all diese Formatvorlagen sind schon bereit. Leider funktioniert das nur auf Computern, auf denen du auch einen persönlichen Account hast. Auf vielen Schulcomputern wird nämlich das Profil nach dem Abmelden gelöscht. Also bei dir zu Hause oder bei Netzwerkaccounts kannst du diese Methode problemlos anwenden.